Overhead-Shots. Mittlerweile ziemlich beliebt, immer häufiger zu sehen, sei es jetzt in einem Casey Neistat Erklärvideo oder auf Instagram bei einem coolen Food-Picture oder bei GTA 1 oder GTA 2. Auf jeden Fall sind Overhead-Shots ziemlich cool und im Endeffekt auch gar nicht mal so schwer umzusetzen. Vor kurzem habe ich einen Weg gefunden, wie man Overhead-Shots machen kann, ohne so viel Geld auszugeben und ohne sich den Kopf zu zerbrechen. Und dafür braucht ihr nur zwei simple Dinge. Als erstes braucht ihr Mikrofonständer und ein Kameragewinde. Das war's. Und wie das in der Umsetzung aussieht, zeige ich euch jetzt. So, als erstes schraubt ihr die Kamera an das Kameragewinde. Schraubt ganz, ganz fest, ihr wollt nicht, dass es runterfällt. Danach bringt ihr den Mikrofonständer in eine waagerechte Position. Positioniert die Kamera dorthin, wo ihr sie haben wollt und ihr seid good to go. Optional wäre es halt noch, einen externen Monitor zu verwenden. Damit könnt ihr halt besser sehen, was ihr da gerade überhaupt filmt. Und ja, das war's dann auch. Ganz einfach aufzubauen, es geht ganz schnell und es sieht meiner Meinung nach echt cool aus. Und ja, wie ihr seht, es ist wirklich nicht schwierig, sowas zu machen. Das Einzige, was ihr beachten solltet, ist, es ist wirklich ein DIY-Setup, es ist jetzt kein offizielles Overhead-Stativ. Also versucht nicht allzu viel Gewicht an eure Kamera dran zu haben. Optional wäre es halt natürlich mit Sandsäcken zu arbeiten, um das alles ein bisschen besser auszugleichen. Dennoch würde ich es nicht riskieren, zu viel Gewicht an eure Kamera ranzusetzen. Ansonsten solltet ihr keine Probleme bei der Umsetzung haben. Ich hatte bis jetzt noch keine Probleme. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann stellt sie mir unten in den Kommentaren. Ich werde mir auf jeden Fall Mühe geben, sie zu beantworten. Ansonsten war es das mit dem Video. Tschüss.